aus der Provinz gekommen, wo ich 5 Jahre Theater gespielt hatte, kam nach Berlin, niemand kannte mich. Und vor allen Dingen habe ich es dann 2 Kollegen zu verdanken, 2 älteren Kollegen, die nicht mehr im Leben sind, Gerd Martinsen und Gerd Dufner. Die haben mich unter den Arm genommen, haben mich in die Synchronateliers geschleppt. Ich habe schön aufgepasst und zugehört, wie das die anderen machen. Und durfte dann auch bei Frau Kaudel, das war eine alte Dame, die hatte ein Synchronstudio in der Uhlandstraße im 6. Stock ohne Fahrstuhl. Aber oben so eine ganze Etage einer großen Alt-Berliner Wohnung und da wurde synchronisiert und da habe ich meine ersten Takes gesprochen. Denn damals war es wirklich so, dass die Filme grundsätzlich, wenn es irgend möglich war, auch nicht nur synchronisiert wurden, sondern auch in der Abfolge der Zeit. Also man fing am Anfang an und hörte am Ende auf. Und alle Kollegen, die an dem Tag auch nur einen Take oder 2 Takes hatten, mussten immer da sein. Außerdem mussten alle Kollegen zu der Zeit, wenn sie bestellt waren, dann wurde schon nicht nur einen Tag vorher bestellt, man wurde Wochen oder Tage vorher spätestens bestellt und mussten den Film vorher ansehen. Und zum Teil fanden sogar Kaltproben statt. Das heißt, der Regisseur hatte das Buch und die Sprecher natürlich auch und haben ohne Bild erstmal den Text probiert. Und dann ging man ins Atelier und dann wurden am Tag damals höchstens 50 Takes, das war schon viel, gedreht. Es gab ja noch die Schleifen, also ein Stückchen Film, der mit Schwarzfilm verbunden wurde und dann mit einer Schleife dauernd durch den Projektor lief. Da stand drauf 1, 2, 3, auf 4 fing das Bild an. Synchronsprecher wissen das natürlich. Und und so wurde synchronisiert. Und die Synchronisation eines Spielfilms brauchte mindestens 1 Woche für die Sprachaufnahmen. Mindestens, meistens sogar 2 Wochen. Und wenn der Film sehr viel Sprache hatte, sehr viel Sprachtext hatte, dann dauerte er wirklich 2 Wochen und länger. Ich finde die Synchronisation der älteren Filme meistens besser. Es liegt sicherlich nicht an der Technik, sondern es liegt daran, dass ich entweder die Stimme alle kenne. Ich behaupte mal, es gab früher sehr viel mehr prägnante Stimmen. Das heißt Sprecher, die man sofort erkannte. Den Sprecher von Schwarzkopf, von Columbo. Den kannte jedes Kind und den Sprecher von Sean Connery, Gerd Günther Hoffmann, den kannte jeder. Arnold Marquis als John Wayne war unüberhörbar. Also das waren alles charakteristische Stimmen. Dann gab es noch Werner Peters, auch längst gestorben. Also es gab schon Sprecher, die so bekannt waren von der Stimme her, dass man auf Anhieb sagte, aha, das ist Heinz Petruo, den man auch von den Nachrichten aus Dorias kannte. GG war der ungekrönte König im Synchron. Es gab noch jemanden, Wolfgang Kieling und Arne Elsholz, alle waren sehr bekannt. Aber GG hatte sich sozusagen, wurde zum König gemacht und hatte sich später dieses Königsein auch angenommen. Er war also 100%ig von sich überzeugt und niemand durfte ihm an den Wagen fahren. Wir synchronisierten unter anderem in einem Atelier in Spandau, das gibt's heute gar nicht mehr. Und es war ein französischer Film, den ein Ufa-Regisseur, ein alter Ufa-Regisseur, Gesa von Radvani, der damals bestimmt schon eine gute 70 war und eigentlich kein Synchronregisseur, aber er als Spielfilmregisseur synchronisierte er seinen Film selber und hatte nun GG Hoffmann auf Jean Marais. Und ich war dabei im Atelier, ich sprach auch eine große Rolle in dem Film, weiß nicht mehr, wie der hieß. Und Radvani sprach immer von Herr Hoffmann. Hören Sie mal, Sie haben ein Berliner S, Sie lispeln ja. Und GG sagte ganz trocken, jawohl Opa, dafür weg bezahlt. Das war GG, wie er lebt und lebt. Und Herr von Radvani hat sich nicht getraut, auch noch irgendetwas zu GG zu sagen, während der ganzen Synchronisation, sondern GG führte seine eigene Regie.